So, und da sind wir wieder zurück. Oh ja. Es hat dann doch nochmal wieder funktioniert. Zum Glück. Wurde uns gegönnt, genehmigt, gestattet, wie auch immer. Ja, zum Glück. Du weißt, was ich meine. Ja. Es macht zwar immer noch keinen Sinn für mich, aber okay, ich will mich jetzt nicht beschweren, es funktioniert. Wir müssen hier rum. Ich hätte mich hier beinahe verlaufen. So. Wir müssen dem fast kopflosen Nick folgen. Ah. Noch meine Unterrichtsstunde. Klären wir. Ah, Lumos! Müsste es sein. Jo. Party! Oh. Jo. Hä? Ausgepartied. Ah, okay. Die Spinne. Oh, ja. Du kannst drückt halt um verschiedene Zaubersprüche. Ach so, ja. Aha, meins. Was ist denn das? Das brauchen wir, um weiterzukommen. Der ist für den Sternchen, für das Sternchen da. Tö. Hier ist ja auch noch eins. Hast du einfach übersehen? Ordentlich zusammenbauen. Ich sehe alles. Warte mal. Wo muss denn der hin jetzt hier? Der muss hier hin. Oh. Zack. Hallo? Ordentlich. Ah, es ist fast ordentlich. Kann man sich ja nicht mit angucken hier. Könntest du kurz hier die Bank betätigen? Ja. Gleich. Die Bank. Einfach nur drauf treffen, glaube ich. So wie es. Ach so. Ohne mich zu töten. Hallo, wieso zerfällt das hier alles? Was ist das denn? Weil du es. Weil du es nicht richtig zusammengebaut hast. Das hat nicht Klick gemacht. Das kann ja gar nicht sein. Was hatte ich für ein Gerücht? Deswegen sage ich ja, du sollst. Aber hallo. Nein. Aber es funktioniert ja, trotzdem. Ja, aber da oben ist doch das Blaue. Okay, dann nicht. Dann machen wir das gleich. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ja, aber es sieht nicht gut aus. Och. So, das ist das Ding hier, was wir brauchen, ne? Ja. Beiden Dinger. Jetzt gehen so viele Steinchen flöten. Oh. Oh. So. Könntest du mich nochmal hochbefördern, ohne dass du mich. Nein, warum kommt man da nicht hoch? Nochmal versuchen? Nein. Da willst du? Wir könnten ja mal so ein Ding, so ein Klötzchen da drauf stellen. Das wird das? Nichts. Das wird. Hallo! Oh, Entschuldigung. Meinst du, das funktioniert nicht? Nein. Ich glaube nicht. Meins. Gieriges Stück, ey, ehrlich. Alter. War schon immer gierig. Ach so. Ja. Ich bin Einzelkind, das erklärt. Ah ne, ich bin ja kein Einzelkind mehr. Wobei, geborenes Einzelkind. Hallo, könntest du jetzt mal kurz? Danke. Danke. Alter, zickt doch noch rum, ey. Hat doch geklappt. Ja. Feuerwerk! Steinchen! Ja, ist auch deiner. Hast du das letzte eingesetzt? Blau? Das ist rechtmäßig dein Stein. Nein, verschwindet doch nicht, oh Gott. Die kriegt gleich nur den Herzinfarkt hier. Es könnte ja ein Taler entgehen. Ja, natürlich.
Okay, ja, natürlich, sagt sie. Da kommen wir doch nicht weiter. Erstmal alles hier blenden. Oh, oh, ist das toll. Salem, musst du jetzt jammern? Was hat er denn? Ich weiß es nicht, er will, glaube ich, Aufmerksamkeit. Da ich ihm aber gerade keine geben kann, ist ein bisschen schlecht. Oh, ich baue ein Kartenhäuschen. Also so ein Kartenturm. Häuschen, Turm. Oh, hier ist irgendwas aus Glas oder ja, so? Ja, da kommen wir noch nicht weiter. Das dauert noch ein paar Jährchen, glaube ich. Achso. So, Junge. Aha! Krieg ich jetzt das, was du da... Ja. Gryffindor-Mädchen! So, jetzt, jetzt hätten wir mal in die Winkelgasse gehen sollen. Wobei, die Winkelgasse hat da ein Gamepad zum Absturz gebracht. Ja, irgendwie schon. Das stimmt. So. Geh dann am besten immer alleine shoppen, damit du das nicht mitkriegst. Hier. Ja, genau, damit ich nicht mitkriege, was du ausgibst. Das siehst du dann immer erst hinterher. Alibi ist zwar, ja, ich will nicht, dass der Controller abstürzt, aber der wahre Grund ist eigentlich, nee, nee. Oh, hab ich das nicht schön gezeichnet? Das ist traumhaft schön. Ja, oder? Drei Stück noch von... Ja! Drei Stück noch von diesen Kronleuchtern. Ja, wobei ich glaube, alle kriegen wir gar nicht, weil die anderen, glaube ich, da oben. Ja. Ah. Einer ist auf jeden Fall hier hinten noch. Ja, der lässt uns da noch nicht durch. Ah, okay. Ja, dann kommen wir da erst später hin. Jetzt. Das darf man nur alles nicht vergessen, ey. Vergessen wir eh. Das ist das Schlimme. Oh, Snape. Oh, Snape. Snape. Severus Snape. Hm? Katze. Hm. Katze. Sag mal die Katze. Ich will die Katze sehen. Krummbein. Ne, Krummbein war doch erst im dritten Teil. Ach so. Den gibt's da noch gar nicht. Außerdem ist Krummbein rot. Das da ist einfach nur irgendeine Schlosskatze. Ach so, okay. Zutaten sammeln ist sehr schön. Aber erst zerlegen wir das ganze Labor. Ja. Weißt du, wenn so ein Unterricht stattfinden würde, ne? Dann würde jeder Lehrer aber sagen so, hallo, geht's dir noch gut? Das war's. Schluss mit Unterricht. Vor allem, Snape steht einfach nur daneben und macht so nach dem Motto, Alter, gib mir jetzt endlich hier die Zutaten. Er wartet schon ganz ungeduldig. Ja. Na, eine haben wir jetzt gleich schon mal. Dann, dann, dann. Ja, das eine, eins, das zweite haben wir auch schon. Das habe ich da auch schon mit reingelegt. Gerade auf der Suche nach dem anderen. Ah, das findet sich, glaube ich, hier. Ja, das. Ach, das Skelett, was ich da hin und her gewedelt habe. Ach so. Sah lustig aus. Ist hier noch irgendwas? Ich bringe hier erstmal alles zum Explodieren. Und du warst damals so der Chemie-Schreck. Ich hatte keinen Chemieunterricht. Ach so? Wir hatten Naturwissenschaften, aber Chemie haben wir nie gemacht. Wir hatten nur Bio und Physik. Okay. Na gut, okay. Ah, es ist doch bestimmt Vielsafttrank, oder? Nee, der Stärkungstrank. Der Vielsafttrank kommt erst im zweiten. Ach so, ja, stimmt. Ja. Du sprichst hier mit einem Profi.
Ja. Und sie hat wieder einen Stein für sich beansprucht. Ja, da kann ich nun mal nichts für. Nein, alles gut, soll ja auch so sein. Huch! Huch! Wir sind gegen die Tür gelaufen. Ach, macht ja nichts, passiert. Oh, jetzt wieder zurückeiern. Hier kann sich der Geist doch mal entscheiden. Jetzt denn? Ach, hier rein, okay. Wo will er denn hin? Oh. Ah. Zack. Komm, geh kaputt. Und noch einmal. Ja. Er hat dir doch gar nichts getan. Ja, aber er gibt mir Steine. Er gibt mir Money. Also, du bist ja immer wieder so nett und baust ihn wieder auf. Ja. Nein! Na egal. Oh. Wir müssen da ja eh nochmal hin, irgendwann. Weißt du, wir sind eigentlich nur dabei, hier irgendwie alles kaputt zu machen. Stimmt. Das andere machen wir eigentlich gar nicht. Wenn wir mit dem Spiel durch sind, ist von Hogwarts nichts mehr übrig. Das ist nur noch eine Ruine. Ja, ich glaube auch. Nein, ich wollte nicht hier. Mal wechseln. Was brauche ich denn jetzt hier? Ah. Ich würde gerne die Sachen einsammeln. Hallo. Hallo. Oh, noch mehr zum kaputt machen. Das ist einiges. Ja. Ah, guck mal. Oh nein, sie hat wieder irgendein Spielzeug gefunden. Ja. Oh, guck mal, also, was ist denn? Okay, das Spielzeug hat einen Sinn. Du kannst damit die Sterne, diese Pflanzen kaputt machen. Den kann man auch, das könnte man ja rein theoretisch auch so, aber. Ah! Du müsstest eigentlich nur hinter mir herlaufen und alles, was ich vergesse, ja. So, ja, das kriegen wir hin. Nur die großen Pflanzen kriege ich leider nicht. Autsch, danke. Schon wieder. Schon wieder mobbt sie mich, ey. Voll, oh, aua, Scheiß. Sag mal. Das ist voll Mobbing, was du da machst. Nein, geh weg. Ich trau dir nicht. Ich hab hier ein paar Sachen. Ja, den kannst du ruhig platt machen, das ist mir egal. Nein. Du Hexe. Das stimmt sogar, das ist nicht mal eine Beleidigung. Voll, ich steh gar nicht mehr auf. Ah. Jemand muss die stoppen. Ich hab ja schon aufgehört. So. So, das ist ein Briefkasten. Das muss man noch mit einer wissen. Geisterstats einsammeln. Okay. Er hat mir bloß vom Lab gefunden. Ich mach doch gar nichts. Ich lebe doch nur. Warum hast du da eigentlich einen Apfel in der Hand? Ja, das weiß ich doch nicht so genau. Ich hoffe, ich behalte ihn auch nicht, dass ich ihn irgendwie verliere, ey. Das ist für irgendeinen Zaubertrank, den wir noch nicht brauen können. Ach so. Ja gut, dann ist es ja wiederum nicht so schlimm. Ups. Salem nimmt das Wohnzimmer auseinander. Das ist nicht gut. Ich bin nicht gewohnt von ihm. Vielleicht sucht er auch Lego-Steine. Die sind alle schon bei meinem Freund. Die kann er hier nicht mehr finden. Ach so, ja dann. Ja, habe ich schon alles in Kisten gepackt. Also diese komischen Pflanzen dürfen wir noch nicht, also können wir noch nicht kaputt machen. Und du rennst auch noch rein. Weißt du, bevor ich dir überhaupt alles über diese Pflanzen erzählt habe, rennst du schon rein. Ihr geht hier nicht mit diesem Lumus kaputt.
Nein! Wir müssen da erst zum Unterricht von Professor Sprout. Ach so, das ist das andere. Ja. Na. So, und ein bisschen Pflanzengift. Nett. Du hast sie ermordet. Eiskalt, ja. Die Frau. Eiskalt. Ich weiß. So kennt man mich. Ich weiß, sagt sie auch noch. Ah, die kleinen Viecher. Wie denn nochmal? Oh. Komm grad nicht drauf. Teufelsschlinge. Stimmt. Teufelsschlingen sind das. Und einer hat dir gerade einen Zauberstab geklaut. Ja, und einer fängt dich gerade. Ja, das war ja klar. Ja. Schön. Toll. So geht der Unterricht auch flöten. So, erstmal wieder alles kaputt machen. Ja, natürlich. Wir kriegen jetzt zwar keinen wahren Zauberer für, aber es geht aber ums Prinzip. Schon ein bisschen was an. Wollte sagen. Ich meine, wir brauchen die Steinchen. Eben. Oh. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich bin eingefroren. Warst du das? Nein, diesmal habe ich wirklich nichts gemacht. Ich war gerade dabei, hier in der Ecke aufzuräumen. Ah, okay, mit X kann man diese Viecher so den Viechern beikommen. Ja. Und da oben sind auch noch ganz viele Pflanzen. Ich glaube, das sollen wir noch nicht betätigen. Hm? Ich glaube, diesen komischen Wagen sollten wir noch nicht betätigen. Nö, nö. Das ist leider. Machen wir gleich erst, wenn wir hier. Ach, die Alte fickt mich die ganze. Mama, bist du bescheuert oder was, ey? Was stimmt denn nicht mit der? Ganz ehrlich, die Freunde von Malfoy, also Crab und Goy, klingen manchmal so ein bisschen wie die Minions. Wenn sie lachen. Die Minions? Ich glaube, wir haben alles, oder? Ich glaube auch. Ecke hätte was? What? Haben wir vielleicht doch noch nicht alles? Verschieben die Dingens? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann hier nichts mehr Großartiges machen. Ich so vom Objekte, das habe ich schon kapiert. Ah! Hä? Warum geht das denn jetzt plötzlich? Okay. Erst die Blümchen kaputt machen. Erst die Blümchen kaputt machen. Ach, scheiße. Aber nicht da rein. Und jetzt. Jetzt dürfen wir. Lumos Solem. So heißt das. Lumos Solem. Genau, jetzt applaudiert die blöde Kuh. Ich hab mich zweimal eingefroren. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Na, Troller.
Nee, nee, nee. Ey! Achso, das ist. Mich amüsiert das. Mich freut das alles, ne? Jetzt. Komm ich denn eben nicht raus? Ja, natürlich freut mich das. Warum auch nicht? Ja, ja. Ich lache gerne. Und viel. Ja, ist ja auch gesund. Oh, was kommt denn jetzt? Ach, die Flugstunde. Quidditch. Das erinnert mich. Madame Hooch. Ja, heißt die so? Ja, Madame Hooch. Auf? Auf? Ja, genau. Auf? Auf. Oh. Es ist nicht lustig, Harry. Das tut bestimmt weh. Wenn man einen Besen ins Gesicht kriegt und Neville dann darunter knallt? Ja, doch. Ja, natürlich. Und Harry muss hinterher. Okay, das wirst du jetzt tatsächlich machen müssen, denn ich kann hier nicht richtig fliegen. Wir sind. Ich bin kein Flugass. Also, ich komme hier auch nicht mehr. Gut. Ich kann aber hier unten alles einsammeln. Ich bin für unten und du für oben zuständig. Ja, es ist nur nicht so ganz einfach. Ja, du musst gegen diese komischen Flugviecher da. Ja. Aber ganz ehrlich, wenigstens geht dieser Kelch diesmal an mir vorbei. Denn ich hasse es. Ah, sehr schön. Oder habe es damals auch gehasst. Als ich das machen musste. Das war so nervig. Ja, es ist in der Tat etwas nervig. Aber das ist nichts, was man, glaube ich, nicht hinkriegen sollte. Muss ich die auch machen von hier oben? Musst du alles machen. Du musst die komplette Aufgabe diesmal machen. Wobei du es jetzt auch schon geschafft hast. Ist ja schon McGonagall. Ja, yeah, deine ganzen Posen. Ist doch eigentlich immer dieselbe. Ja, yeah, aber immer so schön eine Wiederholung. Ja, das schon. Und immer näher und näher und näher. Besenfliegen. Und eigentlich bist du einer geflogen. Und das bist du. Ja. Sag mal. So. Wo müssen wir denn? Hier noch rein und. Wo will der Geist mit uns hin? Weiß es nicht. Ah, ich will was zum Sammeln. Nein! Ich glaube, das